aus wissenschaftlicher Sicht und gleichzeitig aus der Sicht des Praktikers. Sie sind ja auch Leiter des Studienhauses Wiesneck, das wurde heute schon erwähnt. Bitte Ihr Impuls. Ich könnte fast glauben, ich wäre schon mal hier gewesen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, das Thema, was mir gestellt worden ist, Sie sehen es hinten dran, Nichtbeteiligung, ein Problem für die Demokratie mit Fragezeichen. Ich glaube, ich erspare es Ihnen und mir, lang auszuführen, warum Demokratien, denn dem Thema waren wir heute auch schon dran, natürlich als Zuschauer Demokratien nicht funktionieren, warum Demokratien natürlich Beteiligung brauchen. Ich werde es in der Hinsicht ein bisschen ausweiten, im ersten Teil, dass ich über die Bürgerinnen- und Bürgerrolle sprechen werde, die sich im Wandel befindet, immer wieder im Wandel befindet. Da bin ich im Einklang mit meinem Vorredner, Herr Lammert, dass Demokratien wandelbare institutionelle Ordnungen sind, dass sie immer nur vorläufige Ordnungen sind und sich auch entsprechend weiterentwickeln. Im zweiten Punkt möchte ich dann eine aktuelle Entwicklung aufgreifen und fragen, was bedeutet das denn mit Blick auf die Tatsache, dass wir im Moment ja dabei sind, die repräsentativen Systemstrukturen zu öffnen, dass wir, ich sage es mal, angefangen haben, die Beteiligungsdemokratie stärker auszubauen. Doch das hat was mit Bürgerinnen- und Bürgerrolle zu tun. Und im dritten Teil komme ich dann noch auf die politische Bildung und auch auf die in Baden-Württemberg zu sprechen, wobei die drei Teile von der Länge her sehr ungleichgewichtig sind, sozusagen mit zunehmender Fortschritt werden die Teile immer kürzer werden. Der erste ist der längste wahrscheinlich. Zur Bürgerrolle. Herr Lammert hat darauf hingewiesen, wichtig für die Politik sind die Institutionen und wichtig für die Politik sind die Personen. Und beides spielt in einer gewissen Weise miteinander. Die Beispiele, wenn wir seinen ganzen Vortrag nehmen, haben das ja sehr schön plastisch werden lassen. Es gibt einen dritten Punkt, der mir bei der Diskussion genauso wichtig ist. Und das sind die politischen Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger. Im Soziologendeutsch würde man das als politische Kultur verstehen. Das ist einfach das, was Menschen wahrnehmen, was sie als demokratisch legitim ansehen, was sie auch als demokratisch fair ansehen. Und das ist unterschiedlich. Das hängt von System zu System, von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Oder wenn Sie wollen, im Grunde immer vom gleichen Faktor, nämlich davon, in welchem System und unter welchen Bedingungen man eigentlich sozialisiert worden ist. Nehmen Sie als Beispiel das britische Mehrheitswahlsystem. Briten haben kein Problem damit, einfach eine Mehrheitsentscheidung als fair anzusehen. Machen Sie einen Sprung in die Schweiz, dann werden Sie unschwer sehen, dass in der Schweiz ein solches Modell überhaupt gar nicht funktionieren kann. Sprachliche Trennung, religiöse Trennungen und so weiter und so fort. Die Schweizer werden also mit so einem System, Mehrheit alleine entscheidet, überhaupt nicht glücklich werden, denn mindestens die französisch sprechenden Schweizer, die ja in einer ganzen Reihe von Abstimmungen in der Vergangenheit immer wieder sehr eigenständig und unabhängig von den deutsch sprechenden Schweizer andere politische Lösungen favorisiert haben, werden sich mit Mehrheit nicht abfinden können, wenn sie denn nur 20% ausmachen und die deutsch sprechenden 60% sind beispielsweise, über den Daumen gepeilt. Wir haben also in der Schweiz ein ganz anderes System, was man gemeinhin nennt Konkordanzsystem, was ganz stark auf einen Interessensausgleich, auf Verhandlungsmechanismen setzt. Und was da rauskommt, ist dann im Prinzip was, was breit konsensfähig ist in der Schweiz. Und genau das ist der Mechanismus, wie Politik ausgehandelt wird. Es ist ein ganz anderes Modell. Und wenn Sie das deutsche System nehmen, ähnlich wie viele andere Systeme auch, dann haben wir von beiden etwas. Und die allermeisten Systeme haben sowohl Verhandlungs- als auch Mehrheitselemente und Entscheidungsmomente da drin. Bei uns gilt natürlich die Mehrheit im Parteienwettbewerb. Bei uns gilt die Mehrheit in der Funktionslogik des parlamentarischen Systems. Herr Lammert hat es ja noch mal besser, als es jeder Politikprofessor machen könnte, gesagt, worin und warum wir die Fraktionsdisziplin als notwendiges Funktional haben einer parlamentarischen Demokratie. Und man könnte die Klammer aufmachen und sagen, genau das brauchen Sie funktional eben in einem präsidentiellen System nicht, weil auch dort keine Regierung ins Amt gewählt werden muss. Das ist noch ein weiteres Argument, Klammer zu.
Also da gilt die Mehrheit, ganz ohne Zweifel. Aber gleichzeitig haben wir natürlich ein politisches System in Deutschland, in dem die Kompromissfähigkeit notwendig ist, um überhaupt politisch Erfolg zu haben, angesichts der ganzen Reihe von Veto-Playerinnen und Veto-Playern, wieder so ein soziologisches Wort, also von Institutionen, die Gegenmacht haben. Das fängt schon damit an, dass sie etwa Koalitionsregierungen in der Regel haben. Und dann steht wunderbar geschrieben, dass die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler die Minister vorschlägt, ja, aber auf Vorschlag der jeweiligen Koalitionsparteien natürlich. Und dann hat die Ministerin, die Bundeskanzlerin auch die Richtlinienkompetenz, aber jeder Minister führt sein Haus wiederum in eigener Verantwortung. Also hier sehen Sie schon, dass es keineswegs ein Durchregieren gibt, sondern dass es hier Verhandlungsprozesse gibt. Über den Bundesrat, wo Sie andere Mehrheiten haben wie im Bundestag, wo wir nach wie vor wichtige zentrale Entscheidungen, eine Mehrheit in beiden Kammern unserer Parlamente brauchen, auch hier Verhandlungen unabdingbar. Bundesverfassungsgerichten, Veto-Spieler mit sehr viel Gegenmacht, wenn Sie so wollen, und so weiter. Wir haben also beides zusammen. Es hängt also davon ab, was Bürgerinnen und Bürger als fair, als demokratisch legitim ansehen, hängt auch damit ab, in welchem System sie denn eigentlich jeweils auch groß geworden sind. Und bei uns in Deutschland ist noch eines, das möchte ich nur in ein paar wenigen Sätzen skizzieren, das wäre auch mal eine ganz eigene Veranstaltung wert, warum eigentlich das Wort Kompromiss in der deutschen Sprache, im Politischen, so diskreditiert ist. Wenn Sie in einer politischen Verhandlung das Wort Kompromiss nennen, dann sind Sie ganz schnell, und das ist heute auch schon gefallen, bei Kuhhandel, wieder nur ein Kompromiss, wieder nichts Ganzes und nichts Rechtes, nur ein fauler Kompromiss und so weiter und so fort. Alles negative Konnotationen dieses Begriffs. Ganz offensichtlich gibt es Vorstellungen bei den Bürgerinnen und Bürgern, die aus einer Zeit kommen, ich sage das sehr scharf und provokativ, die alles andere als demokratisch war. Das sind vordemokratische, nicht demokratische Vorstellungen. Das sind Ausflüchte möglicherweise des absolutistischen Zeitalters. Es sind Vorstellungen aus einer Zeit, in der der Staat und die Gesellschaft getrennt waren und der Staat als neutraler Schiedsrichter über der Gesellschaft und diesen Konflikten gesehen worden ist. All solche Vorstellungen, und ich gehe noch einen Schritt weiter, es wird manche von Ihnen sicherlich begeistern, es ist, sagen wir mal, eine letzte, für den politischen Bereich, eine letzte Manifestation letztlich des deutschen Idealismus, der in der Kunst zu hervorragenden Ergebnissen geführt hat, in der Politik mit Blick auf Demokratie jedenfalls zu einer gewissen Verwirrung des Denkens, des politischen Denkens geführt hat. Das muss man ganz klar so sehen. Dieses freizulegen mal in der politischen Bildung, Vorstellungen von Bürgerinnen und Bürgern, was denn die adäquate oder die faire Demokratie ist, ist schon ein wichtiger Punkt an sich. Diese Bürgerrolle ändert sich bei uns, wenn Sie mal die Nachkriegsjahre nehmen, 50er, 60er Jahre, da war klar, Bürgerpflicht ist automatisch Wahlpflicht. So, das hat gepasst in die Zeit damals, will ich nicht weiter ausführen. Das hat sich aber in den 70er und 80er Jahren sehr deutlich geändert. Im Zuge einer Reduzierung, eines Nachlassens, eines Rückgangs allgemeiner Akzeptanz und Pflichtwerte, und das betrifft ja nicht nur die Wahlpflicht, das betrifft auch ganz andere. Sie können auch die Anzahl der Ehescheidungen nehmen, um mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen. Sie können Ihnen x Indikatoren nennen. In diesem Zuge ist eben die Gleichung Bürgerpflicht, oder Sie könnten dann auch in den 70er und 80er sagen Bürgerinnenpflicht, gleich Wahlpflicht, gilt nicht mehr. Und dann haben Sie eben Schübe, wo Beteiligungen bei Wahlen, aber auch sich zu bekennen zu einer Parteibindung ein Stück weit deutlich abnehmen, übrigens dann nach den 80er Jahren wieder auf einem sehr relativ stabilen Niveau auch dann wieder verharren. So, das ist ein ganz zentraler Punkt, den Sie sehen. Und damit verbunden ist ein zweites bei dieser Bürgerinnen- und Bürgerrolle, indem die Gleichung Bürgerpflicht gleich Wahlpflicht nicht mehr gilt, gehen die zur Wahl, die besondere Prädispositionen dazu haben. Das heißt, wir können empirisch immer wieder zeigen, hat jemand eine höhere soziale Lage, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit gleichzeitig, sich politisch zu interessieren und dann auch politisch sich zu beteiligen. Das heißt, die soziale
Komponente, die spielt hier eine Rolle bis hin, dass es dann durchaus auch zu einer gewissen Schieflage kommen kann, dass natürlich die gut situierten Mittelschichten in einem wesentlich höheren Ausmaße von den politischen Beteiligungsmöglichkeiten Gebrauch machen als etwa die untere Mittelschicht. Und dann ist klar, ja, wer für welche Interessen da auch jeweils eintritt. Übrigens ein Argument auch, warum wir nach wie vor repräsentative Demokratie brauchen, damit im Prinzip hier überhaupt ein Ausgleich stattfindet. Und ein dritter Punkt ist, diese Verschärfung der sozialen Schieflage, ein dritter Punkt ist heute der begonnene Ausbau der Beteiligungsdemokratie. Und hier sind wir sehr schnell wieder beim Demokratieverständnis, ganz grundlegend. Was verstehen Bürgerinnen und Bürger eigentlich unter Demokratie? Und da gibt es wieder mindestens mal zwei Pole, an denen ich deutlich machen will, welche unterschiedlichen Vorstellungen damit verbunden sein können. Zum einen können Sie Demokratie verstehen als Herrschaftskontrolle, als Machtkontrolle. Dass Entscheidungen gefällt werden, dass sie möglichst effizient gefällt werden und dass keine Institution andere Institutionen im Staat dominieren kann, der ihren Willen denen aufzwingen kann. Wenn Sie das ideengeschichtlich, demokratietheoretisch anschauen, lesen Sie die Kommentare zur amerikanischen Verfassung, die Federalist Papers, lesen Sie von mir aus Karl Popper, dann haben Sie genau diesen Moment dabei. Demokratie zentral ist, für Demokratien zentral ist aus dieser Art des Denkens Machtbegrenzung, Machtverschränkung, dass es keine ungehinderte Macht gibt. Das ist das zentrale Moment, wenn Sie die amerikanische Verfassung angucken und der amerikanische Präsident ist, auch wenn Amerika ein sehr außenpolitisch mächtiges Land ist, innenpolitisch eine ziemlich schwache Figur. Schwächer als unsere Kanzlerpremiers, die wir in Westeuropa kennen, weil in dem parlamentarischen System kommen sie überhaupt nur ins Amt, wenn sie eine Fraktion oder eine Mehrheit hinter sich haben. Und die haben sie dauerhaft hinter sich, dann sind sie nämlich weg. Das heißt, die Mehrheit im Parlament ist ganz anders garantiert durch die Fraktionsdisziplin und die Logik des Systems als im amerikanischen System. Das ist zum Beispiel schon so ein Punkt. Man kann sowas unter Demokratie verstehen. Oder, und jetzt kommen wir zur Beteiligungsdemokratie, Sie verstehen Demokratie in einer ganz anderen Tradition und sagen, Demokratie hat doch was damit zu tun, dass ich mich einbringen kann. Demokratie hat doch was damit zu tun, dass ich über meine eigenen Dinge mitbestimmen kann. Demokratie ist doch sowas, kann man vielleicht sagen, wie eine Lebensform. Da können Sie dann Rousseau nehmen. Da können Sie dann, um ein neues Beispiel zu nehmen, Benjamin Barber nehmen, dessen Buch Strong Democracy aus den 90er Jahren auch als starke Demokratie ins Deutsche übersetzt worden ist. Politik als eine Sache, die uns alle angeht, in der man sich einbringen muss. So. Wenn Sie das nehmen, Machtbegrenzung hier und Entscheidungsfindung oder Politik als Demokratie, als Lebensform, dann sehen Sie auch, dass es natürlich enorm einen Unterschied macht, was das für Bürgerinnen und Bürgerrollen bedeutet. Denn in der Beteiligungsdemokratie muss ich mich ganz anders informieren, mitdiskutieren, um überhaupt mitentscheiden zu können. Und ich bin am Schluss auch ein Stück weit mitverantwortlich für die Ergebnisse, die daraus kommen. In der Form Demokratie als ein Mechanismus zu Entscheidungen zu kommen, durch Machtbegrenzung und Machtverschränkung, haben es Bürgerinnen und Bürger einfacher. Da gilt dann wieder eher die alte Formel aus unseren 50er, 60er Jahren, Wahlpflicht und Bürgerpflicht sozusagen in eins zu sehen. Da muss man sich auch ein bisschen informieren oder man wählt entsprechend seinen familiären oder persönlichen politischen Traditionen oder was auch immer. Da ist der Unterschied. Und heute sind diese Rollen massiv im Wandel, diese Bürgerinnen und Bürgerrollen. Damit verbunden übrigens auch, aber das ist nicht das Thema hier, obwohl es mich reizen würde nach den Ausführungen von Herrn Lammert, auch Politikerinnen und Politikerrollen. Auch deren Rollen ändern sich in der Beteiligungsdemokratie. Sie sind nicht mehr allein die, die die Entscheidungen dann fällen. Und in diesem Prozess bei Bürgerinnen und Bürgerrollen, bleiben wir dabei, spielt natürlich auch politische Bildung eine Rolle. Sie begleitet, sie vielleicht befördert den Prozess, sie reflektiert mit den Teilnehmenden in unseren Veranstaltungen diesen Prozess. Kommen wir also zum zweiten Punkt, Konsequenzen dieses Ausbaus der Beteiligungsdemokratie. Wozu findet es eigentlich statt? Das ist eine gute Frage, die man letztlich nicht wirklich beantworten kann. Ich kann Ihnen drei Hoffnungen und sozusagen defätistisch eine weitere Erklärung bieten. Die Hoffnung ist natürlich, dass es einen Legitimationszugewinn gibt, wenn wir mehr Bürgerbeteiligung haben, wenn wir mehr direkte Beteiligung haben. Wobei gleich zur sprachlichen Unterscheidung, aber alle, die zurzeit in Baden-Württemberg leben, denen ist es klar. Beteiligungsdemokratie, wie unsere Landesregierung das versteht, hat zwei Facetten.
Das eine ist, dass Bürgerinnen und Bürger im Beratungsprozess, in der Vorentscheidungsphase eingebunden ist auch ein ganz schlechtes deutsches Wort, eingebunden, beteiligt sind, sagen wir es lieber so, beteiligt sind, gehört werden, ihre Interessen mit einbringen können, diskutieren können, Zukunftswerkstätten, was auch immer, die Entscheidung aber trotzdem in den politischen Gremien bleibt. Oder eben Formen der direkten Demokratie, wo Bürgerinnen und Bürger dann eben auch die Entscheidung selber zu. Also beides gehört zu dieser Beteiligungsdemokratie dazu. Also Legitimationszugewinn ist der eine Punkt. Man verspricht sich eine höhere Berücksichtigung von Wählerinteressen, das heißt dann im Soziologendeutsch höhere Responsivität. Belege dafür gibt es ehrlich gesagt bislang empirisch belastbar noch nicht so wirklich. Und was ganz sicherlich so sein wird, eine Verbreiterung von Themen, die im politischen Bereich diskutiert werden. Denn das zeigen alle Systeme und die wesentlichen zwei, die man da zur Rate ziehen kann, ist Kalifornien und die Schweiz. Das zeigen aber alle diese Systeme, dass Bürgerinnen und Bürger Themen auf die politische Tagesordnung setzen, die möglicherweise von den Parteien erstmal nicht so gewollt werden und wo sie ein bisschen drum herum schiffen und dann sozusagen dem ausweichen. Das ist so. Und die defätistische Frage, warum wir das haben, ich will es mal so sagen, als ich studiert habe, angefangen habe zu studieren, die ersten Hauptseminare gemacht habe, bei allen Problemen, die wir mit dem System der Bundesrepublik hatten, mit Parteien hatten und was weiß ich, was dem politischen Prozess hieß es, schau doch mal nach Großbritannien, da ist eine Demokratie, die schon viel länger existiert, die haben nicht die Irrungen wie auf dem Kontinent des Nationalsozialismus, Faschismus gehabt und so weiter und so fort. Und was haben die? Die haben eine Mehrheitsdemokratie mit einer klaren Zuordnung von Verantwortlichkeit. Und weil wir das in Deutschland nicht haben, funktioniert es nicht. Also Allheilmittel war der Altvorderen damals, als ich noch studiert habe, der Punkt. Nehmen Sie die 80er Jahre, da haben Sie das zweite Allheilmittel gehabt. 15 Jahre lang haben wir uns angehört, sozusagen, dass mehr Markt, mehr Deregulierung alle Probleme löst, bis hin zum Föderalismus. Problem in Deutschland. Das war ja ein Mantra, was vor sich hergetragen worden ist, vor allem von den Wirtschaftswissenschaftlern, wo man sich als jemand, der sich auch mit Gesellschaftswissenschaften ja immer beschäftigt hat und da damals noch dabei war, wissenschaftstheoretische Seminare abgehalten hat. Die haben gesagt, es gibt es doch gar nicht, dass alle Wirtschaftswissenschaftler auf der gleichen Wahrheit sind. Dieses Mantra haben wir vor uns her und heute haben wir das nächste Mantra. Egal wo Probleme sind, heißt es ja, wenn wir mehr Bürgerbeteiligung haben, dann werden die Sachen besser. Ob dann die Ergebnisse wirklich besser sind, ist eine ganz andere Frage. Das ist die defätistische, scheinbar defätistische. Denn ich will nicht verhehlen, dass ich persönlich glaube, aus verschiedenen Gründen, das ist meine private Meinung, dass wir erstens dazu, glaube ich, dass wir dem nicht ausweichen können und dass wir dem auch nicht ausweichen sollten. Weil es gibt schon, glaube ich, immer wieder auch für die politische Bildung genug Anlass zu sagen, wenn Demokratie einen Sinn macht, dann ist es keine Zuschauerdemokratie, sondern eine Beteiligungsdemokratie. Und dann sind wir mit diesen Mechanismen auf dem richtigen Weg. Ich warne nur, deswegen habe ich es defätistisch genannt, vor einer Überhöhung, als wäre das ein Heilsweg, auf dem jetzt in 10 Jahren dann plötzlich alles besser ist. Wir werden auch in 10 Jahren wieder Probleme diskutieren über alle möglichen Sachen, unabhängig, wie weit wir da weitergekommen sind mit der Geschichte hier. Eine Schwierigkeit allerdings gibt es dabei und das muss man sehr ernst sehen und deswegen ist auch repräsentative und Beteiligungsdemokratie kein Gegensatz. Es gibt nämlich nicht die Bürgerinnen und Bürger, die plötzlich alle mitsprechen wollen. Alle empirischen Studien zeigen, dass das völlig unterschiedliche Gruppen sind. Wir haben heute ungefähr 15% von Bürgerinnen und Bürgern, ich würde sie mal als Aktivbürgerinnen und Bürger bezeichnen, die in der Tat mitsprechen wollen und wo immer dass ein Closed Job der Politik ist, stehen Sie da und sagen, das kann aber nicht sein, Demos und das sind wir und wir wollen hier was machen. Und der zweite Punkt sind, 50% wollen effektive Problemlösung haben. So, die wollen nicht permanent sich über Politik Gedanken machen. Und ein Drittel, und das ist das viel größere Problem auch für politische Bildung, steigt aus inzwischen aus dem politischen Prozess. Die interessieren sich überhaupt nicht mehr und die politischen Inhalte wird immer weniger. Das heißt, politische Bildung, und damit komme ich zum dritten und letzten Teil, politische Bildung ist natürlich immer wichtig, damit auch nachwachsende Generationen in Politik sozialisiert werden können. Aber politische Bildung begleitet auch ältere, erwachsene Menschen in allen Lebenslagen über diese Wandlungsprozesse hinweg, die ich jetzt nur versucht habe, im Ansatz zu skizzieren. Ich glaube, wir sind in Baden-Württemberg mit dem Landesnetzwerk
ziemlich gut aufgestellt. Wir erreichen ganz unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben ganz unterschiedliche, sehr vielfältige inhaltliche, methodisch-didaktische Kompetenzen. Wir haben und wir bieten die Orte, in denen man diese Erfahrung diskutieren kann, ausprobieren kann, sozusagen neue Erfahrungen für sich machen kann. Das ist ganz zentral. Und mit diesem Netzwerk und auch, das muss ich an der Stelle vielleicht mal sagen, bisher mit der Unterstützung durch die Politik und durch die Verwaltung, das muss man an der Stelle auch mal ganz klar sagen in Baden-Württemberg, dafür kann man sich bedanken. Aber für die Zukunft hin muss man natürlich auch sagen, damit die Erwartung verbinden, dass die Mittel, die wir haben, um politische Bildung zu machen, dass die natürlich auch weiterhin stabil bleiben. Es war in der Vergangenheit so, dafür sind wir dankbar und wir brauchen es aber für die Zukunft auch. Denn politische Bildung ist keine Veranstaltung, die Sie kostendeckend machen können, insbesondere nicht mit Jugendlichen und sozial Schwächeren. Wenn nämlich politische Bildung kostendeckend gemacht werden muss, ist das nur eine Veranstaltung für die, die es sich leisten können. Das kann es nicht sein. Also insofern hat es seinen guten Sinn, dass politische Bildung auch zum öffentlichen Auftrag gezählt wird, in Baden-Württemberg übrigens auch in der Verfassung drin steht. Und darauf darf man immer wieder auch mal hinweisen. Und wir, glaube ich, vom Landesnetzwerk politische Bildung hoffen, dass wir da mit unserer Arbeit die notwendige Wertschätzung und auch finanzielle Absicherung weiterhin von Politik und Verwaltung wie in der Vergangenheit bekommen. Herzlichen Dank für die Geduld.